Morgen, liebe Leute. Ich bin auf dem Weg zum Vollblutunternehmer Julian Backhaus, habe gleich ein Interview. Ja, und freue mich halt immer wieder zu erfahren, welche Persönlichkeit man werden muss, um wirklich da oben hinzukommen. Bis später. Ja, erstmal vielen Dank, Julia, dass ich hier sein darf. Gerne. Hat mich sehr gefreut. Also für mich ist es ja immer eine große Ehre, unterschiedliche Erfolgspersönlichkeiten zu treffen. Mhm. Weil was muss es sein, damit man wirklich so eine Entwicklung hingelegt hat? Mhm. Und das finde ich halt immer sehr spannend. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen auch so erzählen, was du jetzt gerade so machst. Weil ich kenne dich ehrlich gesagt nur so gerade von YouTube und habe halt so zwischendurch erfahren, dass du Verleger des Erfolgsmagazins. Das ist doch richtig, ne? Genau, wir haben ganz früher angefangen mit einer Marketingagentur. Daraus ist dann Verlag geworden. Damit haben wir dann das Sachwertmagazin rausgegeben, ein Finanzmagazin. Geben wir auch immer noch raus. Dann kam Wirtschaft TV dazu als Bewegtbild. Und dann kam das Finanzblatt und 2016 kam dann Erfolgsmagazin noch dazu. Und was ist dann daraus so entstanden? Also, was hast du davor gemacht? Wann bist du überhaupt gestartet in dieses Business? Ich bin mit 18 halt in der Marketingindustrie angefangen. Mhm. Und ich hab mir damals während meiner Berufsausbildung schon so eine kleine Firma aufgebaut. Mhm. Und, also eine ganz kleine. Und dann konnte ich aber nach der Ausbildung da sehr, sehr gut von meinem Leben bestreiten und konnte dann halt so richtig Vollgas geben. Ne? Mhm. Da war ich dann 2021 und habe dann richtig angefangen, so richtig mit mittelständischen Kunden und so weiter. Und später wurden dann auch internationale Kunden draus. Und so bin ich in diese ganze Kommunikationsbranche gekommen, die ich immer gerne wollte. Ja. Ich wollte immer gerne Leute unterhalten, bewegte Bilder liefern. Ja. Irgendwie, da hatte ich schon immer wahnsinnig Spaß dran. Also ich bin jetzt weniger der Mathematiker oder irgendwas ähnliches, sondern doch eher der Kreative. Ja. Und von daher hatte ich an dieser Branche wahnsinnig Spaß. Projektgeschäft an sich war mir ein bisschen zu anstrengend irgendwann, weil es sich auch finanziell lohnen muss. Und deswegen kam mir dann diese Weiterentwicklung zu einem Zeitschriftenverlag/Medienunternehmen, kam mir dann sehr gelegen.